In diesem Video möchte ich noch einmal über Grundlagen von Objekten sprechen, und zwar wie du ein Objekt herstellen kannst, auf ein bisschen eine andere Weise als hier. Ich habe in meinem letzten Beispiel gesagt, du weißt einer Variablen ein Objekt zu, in das du bereits die Eigenschaften und Werte hineinschreibst. Du kannst das Objekt aber auch leer initialisieren, indem du einfach die geschweifte Klammer schreibst, ohne Inhalt. Und jetzt hat es noch keine Eigenschaften drin. Wenn ich hier schreibe console.log myObject.y, dann wird wahrscheinlich undefined in die Konsole geschrieben. Ich probiere es trotzdem. Es heißt jetzt undefined, also es gibt keinen Wert, der mit der Eigenschaft y assoziiert ist in meinem Objekt. Ich kann aber nachträglich hier schreiben myObject.y gleich 300, und wenn ich jetzt Play drücke, dann gibt der Befehl console.log myObject.y den Wert 300 aus in der Konsole. Also ich könnte zum Beispiel dieses Objekt leer initialisieren und dann erst später in meinem Programm sagen myObject x gleich 100 und myObject y gleich 300 und so weiter. Und dann fülle ich dieses Objekt nach und nach mit Eigenschaften und Werten auf. Und was ich auch tun kann, ist, anstelle von Zahlenwerten kann ich auch einen Array in ein Objekt speichern und sagen myObject.list gleich ein leerer Array. Und wenn ich hier diese Liste myObject.list in die Konsole schreiben lasse, kriege ich einen leeren Array. Und diese Liste kann ich jetzt natürlich auch wieder mit dieser Push-Methode bevölkern. MyObjectList Push. Vielleicht nehmen wir mal etwas anderes als Äpfel und tun einen Baum hinein. Und dann siehst du, dass ich einen Array zurückkriege mit bestimmten Inhalten. Und vielleicht könnte ich hier verschiedene Baumsorten in diesen Array pushen. Also so kannst du einen Array erst nach und nach mit Inhalten abfüllen im Verlauf deines Programms. Und was auch geht, ist, dass du statt eines Arrays oder eines Zahlenwertes oder einer Zeichenfolge, dass du einer Eigenschaft deines Objekts eine Funktion zuordnest. Und dann hast du eben eine Methode. Zum Beispiel könnte ich sagen, das lösche ich einmal die Konsole, ich könnte sagen my object list trees gleich eine Funktion. Und dann in den Funktionskörper möchte ich schreiben, dass alles, was in dieser Liste drin ist, dass das in die Konsole geschrieben wird. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ohne jetzt eine Schleife zu schreiben, console.log List. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich schreibe es mal so hinein und drücke auf die Play-Taste. Dann passiert natürlich nichts, weil die Methode muss ich zuerst aufrufen. Dann schreibe ich da unten my object list trees und drücke auf Play. Und dann kriege ich einen Error und das heißt, list is not defined. Also ich sage zwar,
dass die Eigenschaft ListTrees von meinem Objekt, dass die eine Funktion sein soll, und in der Funktion versuche ich irgendwie an diese Liste heranzukommen, kriege aber nichts zurück. Jetzt die Funktion, die wird Bestandteil meines Objekts unter der Eigenschaft ListTrees. Darum kann ich hier auch diese Funktion aufrufen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel nicht Liste schreiben würde, sondern Hello und das ausführen würde, dann wird die Methode wird ausgeführt. Das führt dazu, dass diese Funktion aufgerufen wird und das Console.log Hello ausgeführt wird. Aber wie komme ich an die Liste ran? Es gibt in JavaScript ein Schlüsselwort, das heißt this. Und das bezieht sich in Objekten auf das Objekt. Wenn ich schreibe this list, dann wird, wenn die Funktion aufgerufen wird, wird geschaut, bin ich in einem Objekt drin? Was ist das für ein Objekt? Und hat dieses Objekt die Eigenschaft list? Und wenn ja, dann kriege ich in der Konsole etwas. Wenn ich jetzt auf Play drücke, dann sehe ich meine Bäume, die in der Eigenschaft list drin sind, die werden hier aufgelistet aus der Methode ListTrees heraus. Es ist ein bisschen umständlich, dieses Setup, und es gibt eine Vereinfachung davon, die wir nächste Woche anschauen werden, wenn wir uns stärker mit objektorientierter Programmierung befassen. Aber grundsätzlich ist es möglich, ein Objekt leer zu initialisieren und erst danach Eigenschaften und Werte in dieses Objekt hineinzuschreiben. Und es ist auch möglich, einem Objekt einen Array als Wert seiner Eigenschaften zu geben. Und es ist ebenfalls möglich, einem Objekt eine Funktion als Wert einer seiner Eigenschaften zu geben. Und so eine Funktion heißt dann Methode.